willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin Ann und ich freue mich sehr, dass ihr wieder da seid. Ich bin wieder zurückgekommen von Ferienmodus zum Unileben. Und genau, also wir hatten bisher seit Studiumanfang noch nie so lange Ferien. Das war wirklich mit Abstand die längsten Ferien, die wir bisher haben. Das waren genau 2 Wochen und das war sehr schön. Also ich war sehr viel mit Freunden verreist und wir haben auch sehr viel gemacht. Wir haben die Zeit wirklich genossen, bevor die Uni wieder anfängt. Heute hatten wir wieder die Einführung in das 8. Semester. Deswegen dachte ich mir, okay, ich mache vielleicht so ein Uni Essentials. Ich stelle euch heute einfach Sachen, die ich für die Uni brauche. Und ich muss dazu was sagen, dass ich am Anfang, also zum 1. Semester, noch sehr in Papierformat war. Also ich hatte Ordner gekauft, ich hatte Stifte gekauft, ich hatte Bücher, alles in Papierform. Mittlerweile bin ich so digitalisiert geworden und deswegen wollte ich euch heute einfach die Sachen zeigen, die ich täglich für die Uni benutze. Und vielleicht hilft es euch und lasst uns einfach anfangen. So, kommen wir zu dem ersten Punkt und zwar die Planung. Zu der Planung gehört immer ein Kalender. In diesem Kalender trage ich meine Termine ein, zum Beispiel, was ich für die Woche zum Beispiel machen müsste, trage ich hier ein. Hier allgemein ein und dann, was ich täglich machen sollte. Zum Beispiel, heute ist der Montag, dann mache ich das, das, das und dann kann ich abhaken. Und dann kann ich auch die Punkte, die ich hier schon hier eingetragen habe, abhaken. Also sprich, die Sachen, die für die Woche wichtig sind, trage ich dort ein und trage dann sozusagen ab. Eine weitere App, die ich auch benutze, ist einfach Notiz von iPhone, also iPhone-Nutzer kennen das bestimmt. Das blende ich euch mal hier nochmal ein. In dieser App habe ich 2 Kategorien. Eine Kategorie ist eine Liste des Jahres und die andere Kategorie ist dringend für die Woche. Das nenne ich mal so, weil das unbedingt in dieser Woche erledigt werden soll. Im schlimmsten Fall mache ich es in der nächsten Woche, aber am liebsten immer noch in der Woche. Und das ist auch sehr hilfreich, weil am Ende des Jahres kannst du dann auch mal schauen, so was du in dem Jahr so erreicht hast. Und in die Liste dringend für die nächste Woche kommen eigentlich Sachen, die für mich eher auch sehr wichtig sind, aber nur für die Woche ist. Allgemein empfehle ich euch, alle Termine immer einzutragen, wie ihr wollt, entweder in eure Notiz-App oder in eure Kalender. Hauptsache, tragt ihr eure Termine irgendwo ein, zum Beispiel eure Termine zur Abgabe von Hausarbeiten oder Klausurtermine oder Praktika anfangen, damit ihr alles immer im Blick habt und dann auch was anderes einplanen könnt, damit ihr auch planen könnt, wann ihr anfangen zu lernen solltet, wann ihr anfangen solltet, für das Praktikum vorzubereiten oder wann ihr mal langsam mit der Hausarbeit anfangen solltet. Im Allgemeinen ist die Planung sehr wichtig und das erleichtert euch auch die Arbeit. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar Ausrüstung. Was brauchen wir alles zur Ausrüstung? Als erstes brauchen wir einen Laptop. Also ihr braucht wirklich einen Laptop, um die Vorlesungen zum Beispiel zu streamen oder Protokolle zu schreiben, habe ich auch früher benutzt. Oder Zusammenfassungen schreibe ich auch mit meinem Laptop. Unterlagen und Altprotokolle habe ich alles in meinem Laptop gespeichert. Ich habe auch extra Pharmazieordner für mich und da habe ich auch dann nochmal kleinere Ordner. Also zum Beispiel 1. Semester, 2. Semester, 3. Semester und so weiter und so fort. Und in diesen Semesterordnern habe ich dann auch noch kleinere Ordner. Zum Beispiel einen Ordner für das Fach Allgemeine Chemie, ein Ordner für das Fach Organische Chemie und so könnt ihr systematisch eure Unterlagen immer sehr schnell finden und das ist sehr hilfreich. Denn stellt euch mal vor, ihr habt alles in diesem Download-Ordner eingespeichert und wenn ihr zum Beispiel was Bestimmtes suchen wolltet, dann müsst ihr erstmal so lesen, aha, das ist das, das ist das, das gehört zu dem Fach und das wird irgendwann mal einfach zu viel. Zusätzlich zum Laptop habe ich auch noch einen externen Speicher gekauft. Das habe ich schon seit 4 Semester. Das sind insgesamt 500 GB drin und das ist auf jeden Fall ausreichend. Also 2 Gründe für einen externen Speicher. Erstens, das erleichtert einfach euer Laptop. Falls euer Laptop nicht so viel Speicher hat, dann könnt ihr diesen externen Speicher benutzen. Und zweitens, und was auch wichtig ist, ist, dass eure Daten einfach zweimal
gespeichert werden. Also das wünsche ich keinem. Aber das könnte auch sein, dass ihr zum Beispiel euer Laptop verliert oder dass man zum Beispiel Wasser auf einen Laptop gekippt hat, die Daten aber unbedingt gleich braucht. Ein weiterer Grund, warum so ein externer Speicher wichtig ist, ist, dass ihr könnt das überall mitnehmen. Wenn ihr zum Beispiel euer Laptop nicht unbedingt mitnehmen wollt, aber zu einem Freund gehen wollt und die Zusammenfassung von dir zum Beispiel zusammen durchgehen willst, dann könnt ihr einfach die Sachen, die ihr auf eurem Laptop sind, in den externen Speicher ziehen und dann einfach damit zu deinem Freund gehen. Wie ich euch schon am Anfang gesagt habe, ich bin inzwischen ziemlich digitalisiert worden. Deswegen habe ich mir auch ein Tablet geholt. Ich schreibe auch mega gerne auf Papier. Es ist nicht so, dass ich nicht auf Papier gerne schreibe, sondern ich habe mir einfach diesen Tablet geholt, weil Papier manchmal sehr schwer wird. Also man muss ein Buch tragen, man muss diesen Ordner tragen und wenn man an einem Tag zum Beispiel 3 Fächer hat, dann muss man 3 Ordner mit zur Uni schleppen und dann noch das Buch und dann noch tausende Stifte, die ich früher auch habe, weil ich hätte das gerne in meiner Aufzeichnung immer bunt haben und tausende Markierer und. Deswegen habe ich mir ein Tablet gekauft. So, und das ist mein Tablet. Das ist Microsoft Pro 6. Von 2019 habe ich das gekauft und das finde ich ziemlich gut, weil ich kann mir die Vorlesungsfolien immer herunterladen und direkt auf die eine App, also auf OneNote, übertragen und von dort alle meine Mitschriften speichern. Ich kann euch mal hier kurz zeigen, und zwar das sind die Folien. Ich mache es nicht so nah, weil das sind nicht meine Folien, aber auf jeden Fall, das sind die Folien, die ich dann von Blackboard oder so heruntergeladen habe von meinen Professoren. Und das sind zum Beispiel meine Mitschriften. Also das ist dann sozusagen die Folie von meinem Professor. Und das sind dann die Mitschriften, die ich da mir mitgeschrieben habe. Damit sparst du auch Papier, du sparst Tinte, du sparst tausende Stifte, die du kaufen musst. Genau, und deswegen benutze ich seit dem 4. Semester diesen Tablet. Das ist so ein 2-in-1. Also ich habe hier auch noch Tastatur, falls ich mal damit schreiben möchte. Mittlerweile benutze ich dieses Tablet eigentlich nur noch zum Mitschreiben, weil ich habe gemerkt, dass wenn man zu viele Apps auf einmal benutzt, dieses Tablet gar nicht so krass, also nicht so gut halten kann. Und das ist halt ziemlich klein. Und wenn du eine Vorlesung hast, dann kannst du, also das ist so ein 13 Zoll Bildschirm. Und wenn du Vorlesung hast zum Beispiel, dann wäre das schon ziemlich eng. So auf einer Hälfte vom Tablet WebEx und auf der anderen so Seite dann OneNote, das ist halt schon echt eng, deswegen habe ich mir wirklich so einen Laptop gekauft. Aber am Anfang dachte ich wirklich, dass ich mit dem Tablet so 2-in-1 alles machen kann, was ziemlich praktisch ist, weil ich muss halt überall nur dieses Tablet mitbringen. Ja, aber damit ich dieses Tablet nicht so sehr belaste und damit ich vielleicht noch so nachhaltig verwenden kann, kaufe ich. Also würde ich euch empfehlen, so ein Tablet und einen Laptop zu kaufen. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, wenn ihr zum Beispiel Apple habt, einen Apple-Laptop, dann macht das schon Sinn, auch ein Apple-Tablet zu kaufen, weil die Synchronisierung bei Apple sehr, sehr gut ist. Und das ist halt von Vorteil, wenn man beide Geräte von Apple hätte. Weil bei mir ist es zum Beispiel die Schwierigkeit, dass ich ein Apple MacBook mir dann 2021, halt, ich habe mir das im Sommer gekauft, weil ich gemerkt habe, dass mein Tablet gar nicht mehr so lange mit so vielen Programmen aushält. Und mein Laptop ist aber halt Windows von Microsoft. Und das ist halt ziemlich unpraktisch, dann Sachen nochmal zu übertragen. Dann musst du es zum Beispiel über Google Drive machen, damit du die Daten wieder auf deinen Laptop hast. Also es macht auf jeden Fall schon Sinn, so die Produkte ähnlicher Anbieter zu haben. So, zu diesem Tablet gehört auch ein Stift. Ich habe damals nicht den originalen gekauft, sondern ich habe einfach auf Amazon so einen Stift bestellt. Und diesen Stift habe ich auch seit 3 Jahren. Und das ist ziemlich gut. Ich muss einmal aufladen für 2 Stunden oder so. Dann kann ich die nächsten 3 Monate diesen Stift hervorragend nutzen. Und der Vorteil von diesem Stift ist auch, dass ich die Mine
noch nie ausgetauscht habe, der schreibt immer noch mega gut. Das waren dann die technischen Ausrüstungen, die ich für die Uni brauche. Kommen wir zu den nicht-technischen Ausrüstungen. Als erstes gehört ein Laborheft. Besonders in Pharmazie oder vielleicht auch im Chemiestudiengängen braucht man ein Laborheft, weil ich würde ungern, also ich bin auch mit meinem Tablet im Labor, aber ich schreibe nicht so gerne auf mein Tablet, sondern ich habe wirklich so ein Laborheft. In diesem Laborheft trage ich so Sachen ein, zum Beispiel, was habe ich hier gemacht, und damit ich mal nachvollziehen kann, was ich da gemacht habe. Das nächste nicht-technische Equipment, das ich wirklich seit dem ersten Semester schon immer dabei habe, ist das Periodensystem der Elemente. Durch den Umzug, glaube ich, ist das verloren gegangen. Ich weiß nicht. Ich habe gerade wirklich mein Zimmer durchgesucht und nichts gefunden. Das ist so ein kleines Periodensystem der Elemente in so ein A6-Format. Das blende ich euch hier nochmal ein. Das ist ziemlich nützlich, weil du kannst jederzeit mal reingucken, falls du irgendwelche Daten von einem Element brauchst. Und das ist ziemlich wichtig für das erste und für das zweite Semester. Wenn ihr zum Beispiel Pharmazie studiert und vielleicht noch in Berlin seid, dann kann ich mal sagen, dass dieses Periodensystem der Elemente auch in euren Ersti-Tüten sind. Genau. Was ich bezüglich Pharmazie auch sehr hilfreich finde, ist diese anorganische Chemie-Trennungsvorgänge. Das sind so jeweils Kation- und Anion-Trennungsvorgänge, die wir auch in unseren Ersti-Tüten bekommen haben. Und hier steht halt so der Kation-Trennungsgang. Und hier ist nochmal das Periodensystem. Das ist halt so ziemlich kompakt und das kann man überall mitnehmen. Und für das zweite Semester finde ich für Nomenklatur ziemlich gut. Diese wichtigste zyklische Verbindungen in der organischen Chemie. Ihr seht auch, ich habe damit gearbeitet. Und das ist halt voll gut, weil da müsste man sehr viele Ringe auswendig lernen. Und hier hat man alles nochmal zusammengefasst. Und die Unterschiede, die werden dann nochmal sehr deutlich da gezeigt. Und deswegen, genau, das ist halt auch ziemlich gut. Und das haben wir auch in unseren Ersti-Tüten. Hi, ich habe gerade gemerkt, dass ich an der Stelle zwei wichtige Sachen vergessen habe. Einmal Kittel und einmal festes Schuhwerk. Also Kittel aus 100%iger Baumwolle. Das könnt ihr entweder irgendwo im Internet bestellen oder bessere Alternative, was ich immer gemacht habe, ist aus der Fachschaft zu kaufen. Das kostet ca. 30 Euro. Und festes Schuhwerk habe ich damals einfach von Amazon oder so bestellt für 20 Euro. Genau, die beiden Sachen sind noch wichtig für das Labor. Als nächstes sprechen wir mal über die Apps, die ich persönlich bevorzuge. Also die ich persönlich bis jetzt immer verwende. Als erste App stelle ich euch OneNote vor, also OneNote für Microsoft. Für mein Tablet. Also hier könnt ihr wirklich so eure Unterlagen speichern. Zum Beispiel die Folien, die ihr vom Blackboard oder so heruntergeladen habt, könnt ihr nochmal hier übertragen und dann eure Mitschriften sozusagen schreiben. Und hier zum Beispiel hier die Einführung, da habe ich auch hier alles geschrieben. Das ist so mein Ordner vom fünften Semester. Und dann zum Beispiel hier eine Vorlesung, und da kann ich immer so direkt auf den Folien auch markieren. Also ich mache es mal kurz vor. Ich kann schreiben, hallo. Und dann kann ich das noch auch markieren. Und ich kann das auch in verschiedenen Farben machen. Und das ist halt ziemlich cool, weil ich mag das einfach mit Farben zu arbeiten. Also natürlich nicht so viel Farben, aber ich habe so immer so meine systematische Farben. Zum Beispiel so grün ist für mich so Lösung, rot ist für mich so Achtung oder falsch, und schwarz ist halt so normale Mitschriftfarbe.
Und mit dieser App ist es halt echt cool. Ich habe seit dem vierten Semester damit gearbeitet. Und der Vorteil von dieser App ist, ihr könnt überall mit dem Laptop oder mit dem Computer auf eure Mitschriften zugreifen. Ihr müsst einfach auf Microsoft OneNote bei Google eingeben und dann auf die Seite und dann eure Account eingeben und dann kommen halt auch so eure Mitschriften raus. Ist auch echt nice. Der Nachteil von dieser App ist, ihr könnt das nicht als A4-Format einstellen und somit ausdrucken. Und die nächste App, die ich auch mal mir geholt habe, ist Penbook. Das ist halt auch von Microsoft und da kann man wirklich so in A4-Format einstellen und dann könnt ihr auch wirklich ausdrucken. Das habe ich mal benutzt für meine Zusammenfassung. Im vierten Semester wollte ich so meine Zusammenfassung noch so geschrieben haben, deswegen habe ich es gemacht, aber seit dem fünften Semester habe ich alle meine Zusammenfassung mit Word gemacht. Ich zeige euch einfach eine Zusammenfassung von mir, die ich mit dieser App gemacht habe, zum Beispiel hier Biopharmazie. Genau, also so sieht es halt aus. Hier kann man auch nochmal so groß hier so ranzoomen und dann nochmal was schreiben, wenn man möchte. Das ist halt im A4-Format und das ist halt mega gut, wenn ihr zum Beispiel ausdrucken wollt. Also diese App habe ich damals bei einer Aktion geholt und das war kostenlos. Sonst kostet diese App, glaube ich, 10 Euro. Und OneNote kostet halt nichts, weil OneNote ist ja schon so von Microsoft. Als Lern-Apps stelle ich euch Quizlet und Anki vor. Ehrlich gesagt habe ich mit Anki noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe damals für Drogenpraktikum oder so mit Anki gelernt, aber dann bin ich wieder auf Quizlet umgestiegen. Genau, aber deswegen kann ich nicht sagen, ob Anki oder Quizlet besser ist. Es scheint so, dass viele Anki benutzen. Ich würde das auch mal testen, wenn es sich ergibt. Also zu Quizlet kann ich sagen, dass Quizlet auch eine sehr gute App ist. Man könnte ein Bild pro Karteikarte hinzufügen und man kann auch sowas wie Copy-Paste machen. Zum Beispiel, du hast eine Zusammenfassung gemacht, dann kopierst du auf diese Karteikarte. Und dann hast du sozusagen schon eine Karteikarte erstellt. Diese App ist für Apple als auch Android-Nutzer kostenlos. Der Vorteil von diesen Apps sind einfach, dass ihr unterwegs auch auf eure Karteikarten zugreifen könnt. Zum Beispiel, ihr habt eine lange Bahnfahrt vor sich und wollt aber nicht unbedingt eure Karteikarten mitnehmen oder eure Bücher mitnehmen. Dann könnt ihr wirklich diese Apps aufmachen und das und damit lernen. Und das ist halt ganz gut, weil das so eine Art von Wiederholung ist. Und durch Wiederholung lernt unser Gehirn besser und prägt die gelernten Stoffen auch besser ein. Aber ich muss auch sagen, manchmal möchte ich wirklich auch so meine Karteikarte in Papierformat haben. Und das mache ich ab und zu noch, wenn ich mehrere Bilder in meinen Karteikarten haben möchte. Ich zeige es euch mal. Zum Beispiel diese Karteikarte. Hier noch ein Bild, hier ein Bild, hier ein Bild, hier ein Bild. Daher mache ich es halt auch so. Und zwar, ich habe einfach mit Word gearbeitet, in A6-Format eingestellt. Ich habe einfach die Bilder hinzufügt. Oder damals habe ich zu dem Drogenpraktikum auch wirklich Karteikarten in Papierformat erstellt. Das sieht sehr bunt aus, weil im Drogenpraktikum war es so, dass wir nicht nur die Namen in Dateien auswendig lernen mussten, sondern auch die Familie. Also zu welcher Familie gehört diese Pflanze? Und welche Wirkung hat die Pflanze? Oder welche charakteristische Merkmale hat diese Pflanze? Und zum Beispiel für die Familie Rubiaceae habe ich die Farbe rosa ausgesucht. Und zum Beispiel für die Familie Asteraceae habe ich gelb ausgesucht, weil so Korbblütler, die sind meistens irgendwie gelb. Genau, also zu den Sachen habe ich dann auch nochmal meine Karteikarten in Papierformat. Aber eigentlich habe ich die meisten Karteikarten auf Quizlet. So, der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, ist bezüglich der Bücher. Also grundsätzlich müsst ihr nicht nach jeder Einführung euch direkt auf den Weg machen und alle Bücher kaufen, die eure Professoren empfohlen haben, sondern ich würde erstmal in die Bib gehen und mal schauen, ob diese Bücher überhaupt dort geben. Und das ist so meistens der Fall, dass diese Bücher auch in der Bib gibt, entweder in der Bib der Uni oder in einer öffentlichen Bibliothek. Da würde ich erstmal schauen. Und wenn ihr euch schon mal in diese Bücher reingelesen habt, könnt ihr entweder das Buch komplett neu kaufen
Oder ihr könnt, was ich eigentlich öfters mache, ist bei eBay Kleinanzeige oder bei Rebuy Book oder bei Pharma Trödel Gruppe auf Facebook erstmal reingeschaut, ob die alten Studenten diese Bücher verkaufen. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich erstmal diese Bücher kaufen. Genau, und das ist die Variante, die ich öfters gemacht habe, einfach so meine finanzielle Lage zu schonen. So kommen wir zu der letzten Equipment-Gruppe für die BIP-Lerner. Also für die BIP-Lerner empfehle ich auf jeden Fall eine durchsichtige Jutebeutel, weil nur mit einer durchsichtigen Jutebeutel könnt ihr in die BIP gehen. Diese Jutebeutel könnt ihr meistens vor der BIP kaufen und wenn ihr vor der BIP kauft, dann stehen auch meistens so die Namen von der entsprechenden Uni drauf, zum Beispiel. Als zweites eine durchsichtige Flasche, weil ihr wahrscheinlich nur mit Wasser in die BIP gehen könnt. Ja, auch nicht mal Eistee oder sowas, ich halt eigentlich auch mega schade finde, weil manchmal möchte ich so schon gerne so meine Mate-Flasche reinbringen. So, und das letzte, was ich euch empfehlen möchte, eine multifunktionale Laptop-Tasche. Also hier in dieses Fach mache ich meinen Laptop rein und in das zweite Fach packe ich meinen Kalender, meinen Stift und die wichtigsten Marker, Markierer und die wichtigsten Stifte in entsprechenden Farben, die ich, falls ich irgendwann mal brauche, auch rein. Und schon seid ihr fertig für die BIP. So, Freunde, das war's schon zu dem heutigen Video. Das sind wirklich so die Uni-Sachen, die ich zum Uni-Anfang immer brauche. Und vielleicht merkt ihr schon, ich bin die meiste Zeit ziemlich digital unterwegs, aus zwei Gründen. Ich hätte in meinem kleinen Raum nicht so viel Lagerplatz und das ist schon ein echter Vorteil, wenn ich das alles hier habe und alles in meinem Handy habe, dann muss ich nicht so viel lagern letztendlich. Und zweitens möchte ich auch nicht so viel mitschleppen, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Oder wenn ich einfach eine lange Bahnfahrt vor sich habe, kann ich auch wirklich digital auf alles zugreifen. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Papierversion eher schlechter, viel schlechter für die Uni geeignet ist, sondern ihr müsst einfach für euch selbst eine Methode finden. Wollt ihr lieber alles auf Papier haben oder wollt ihr digital haben? Die Papierversion hat auch sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel für das Labor. Ein Laborheft ist meiner Meinung nach schon so handlicher im Labor und das ist auch viel leichter als so mit so einem bisschen schweren Tablet im Labor rumzulaufen. Und ein weiterer Punkt ist, dass ihr müsst nicht die ganze Zeit auf euren Bildschirm schauen, sondern ihr habt das auch so mal in Papierform, mal digital und das ist wechselhafter für die Augen und das ist halt auch nicht so anstrengend und somit schont ihr auch so eure Augen. Und als drittes, was auch für Papierform spricht, ist, dass es günstiger ist. Also ihr müsst nicht so viel für einen Ordner oder für einen Hefter ausgeben, als wie für ein Tablet. Genau, und die Vorteile von der digitalen Form ist, habe ich wahrscheinlich schon im Laufe des Vlogs gesagt, aber ich fasse nochmal zusammen. Das ist erstens leicht unterwegs zu sein. Ihr könnt überall mit euren Accounts auf eure Daten zugreifen oder einfach mit dem USB-Sticks überall mitbringen und dann könnt ihr auch auf eure Daten zugreifen. Und der große Nachteil von der digitalen Form ist, dass die Sachen etwas teurer sind. Also ich habe für mein MacBook, den ich in diesem Sommer gekauft habe, über 1000 Euro bezahlt. Ich glaube, das war 1,45 €. Das war im Angebot und für mein Microsoft habe ich auch im Angebot gekauft für 900 €. Und also das ist halt schon teuer, also teurer als wenn man Ordner kauft. Aber andererseits muss ich halt nicht so viel lagern. Ich habe nicht so viel Papier stehen und mein Raum, da mein Raum generell halt klein ist, habe ich letztendlich dafür investiert. Und außerdem kann ich halt meinen Laptop und mein Tablet später auch noch verwenden. Und wenn ich es nicht mehr verwende, kann ich es auch nochmal
verkaufen. Genau. Genau, und das war's auch schon zu dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Mich würde interessieren, was ihr so für Apps oder für Uni-Equipment präferiert. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg zum Studienanfang oder zum neuen Semester und bis zum nächsten Mal. Ciao!